Ein Handel mit dem Teufel um Macht und Geld, das ist für viele Kasperletheater, ein Märchen oder Goethes Faust. Ricardo Wolf hat sich tatsächlich auf so einen teuflischen Handel eingelassen. Gleich erzählt er davon. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen im Hof mit Himmel, herzlich willkommen Ricardo Wolf, schön, dass Sie da sind. Sie sind Sinti. Ist man da empfänglicher für so übernatürliche Geschichten und vielleicht auch für Gott und den Gegenspieler, den Teufel? Denke ich mal auf jeden Fall. Viele Sinti sind Wahrsager und das ist eine okkulte Sache, aber sie haben auch eine Beziehung mit Gott. Ja, also das ist beides vorhanden. Sie haben aber einen Pakt oder eine Art teuflischen Pakt geschlossen. Warum? Weil ich sehr viel Sehnsucht nach viel, viel Geld hatte. Mhm. Und wieso dann den Pakt mit dem Teufel? Zu mir kam einer und sagte, wenn du Geld brauchst, dann red mal mit dem Satan, der gibt dir, was du brauchst. Mhm. Und das war für mich eine Herausforderung. Ja, was daraus geworden ist, darüber sprechen wir dann gleich auch noch in der Sendung. Jetzt ist es vielleicht auch notwendig, dass man Sie so ein Stück auch etwas besser kennenlernt, dass wir mal zurückgehen in Ihre Kindheit und wie Sie aufgewachsen sind. Und das zeigt ganz gut der Film, den wir vorbereitet haben. Ricardo Wolf ist Sinti mit italienischem Blut in den Adern. Die väterliche Familie gehört zur Mafia. Sein Vater nimmt sich früh das Leben. Die Mutter überlebt Auschwitz, doch als Ricardo 3 Jahre alt ist, stirbt sie an den Folgen des KZs. Ricardo Wolf kommt zu Verwandten. Dort geht es ihm gut. Er wächst mit 2 gleichaltrigen Jungen auf und während der Sommermonate sind sie im Wohnwagen unterwegs. Die Familie hat immer genug Geld und der Junge bekommt stets, was er haben will. Alle 3 bis 4 Wochen wechselt die Familie den Wohnort. Ständig hat Ricardo Wolf neue Lehrer, so schafft er nicht einmal den Hauptschulabschluss. Der junge Mann verliebt sich und möchte bald eine Familie gründen. Mit 17 Jahren heiratet er, kauft einen eigenen Wohnwagen und ein Auto und zieht mit Frau und Kindern selbst durchs Land. Schnell ist das Erbe verbraucht. Ricardo Wolf liebt den Luxus, besonders Autos. Doch er hat nie gelernt zu arbeiten und sein eigenes Geld zu verdienen. Seinen Lebensstil will er allerdings nicht einschränken. Stattdessen ist er bald in ständiger Geldnot. In dieser Situation rät ihm jemand, den Teufel um Hilfe zu bitten. Also das klingt ja alles doch schon sehr abenteuerlich. Sie hatten in Ihrer Kindheit nie Geldsorgen. Woher kam das Geld? Naja, ich habe einen Bruder gehabt, der hat mich versorgt. Wir sind in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen und ich habe nie Nöte oder Probleme gekannt. Mhm. Und Sie mussten in Ihrem Leben auch nie arbeiten. Gibt es denn sowas? Naja, arbeiten. Wir sind Geschäftsleute. Aha. Wir haben Geschäfte gemacht und mit das halt unser Lebensunterhalt und verdient. Ne? Mhm. Deswegen waren wir auch sehr viel im Wohnwagen, weil da Städte für Städte. Was haben Sie da für Geschäfte gemacht? Autohandel. Hauptsächlich habe ich Autohandel gemacht. Mhm. Und Antiquitäten früher. Jawohl. Und haben Sie da mit Gebrauchtwagen gehandelt oder mit Gebrauchtwagen, Neuwagen? Gebrauchtwagen, ja. Mhm. Und Sie sind von einer Stadt zur anderen gereist und gab es da irgendwie ein System oder sind Sie einfach nur geradewegs? Wir sind in ganz Deutschland rumgereist. Wenn wir die Ecke abgerast haben, sind wir wieder neu. Einfach neu. Mhm. Haben Sie so eine innere Unruhe oder warum muss man da ständig unterwegs sein? Nee, es ging das Geschäft, ja, hauptsächlich um das Geschäft. Wenn ein Ort nicht mehr gepasst hat, wo man Geld verdient hat, dann sind wir weitergezogen. Ja. Jetzt haben wir im Film auch gehört, Sie kamen, obwohl Sie eigentlich genug Geld hatten, trotzdem in Geldnot. Wieso? Weil ich immer über meine Verhältnisse gelebt habe. Mhm. Ich habe 500 verdient und 800 ausgegeben. Ja. Und dann war diese Geschichte mit dem Pakt mit dem Teufel. Ja, das war ziemlich am Anfang meines Lebens, wie ich geheiratet habe. Dann war ich selbstständig, Geld zu verdienen und das funktionierte nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Und in meine tiefe Not habe ich dann einfach zu den Satan geschrieben. Also geschrien und habe gesagt, hör mal zu Satan, ich will das Geld haben, aber mit dir persönlich möchte ich nichts zu tun haben. Mhm. Und mir war nicht bewusst,
mit wem ich und was ich mich da einlasse in Wirklichkeit. Ja. Aber seit dem Tag ist was passiert in meinem Leben, unbewusst. Ich habe immer mehr unreelle Geschäfte gemacht. Ich habe Dinge gemacht, die ich zuvor nie gemacht habe. Mhm. Und ich habe Geld bekommen. Betrügereien waren da mit dabei. Und wir haben im Film ja auch gehört, Sie waren Teil einer Mafia-Gesellschaft. Ich komme aus einer Mafia-Familie. Aha. Mein Vater, seine Seite ist da drin. Ich selber nicht. Mhm. Aber dieser Geist, der war auch auf mein Leben. Ja. Und ich war tiefer in diese Sachen halt verbunden. Wie hat Sie diese unbewusste und unsichtbare Bindung denn verändert? Was ist da mit Ihnen passiert? Also ich war bis zu 18, 19 Jahre wirklich ein freundlicher junger Mann. Ich war beliebt und geliebt. Aber in der Zeit, wo ich Dinge gemacht habe, die nicht in Ordnung waren, ist auch mein Herz immer härter geworden. Mhm. Ich habe vor nichts mehr Achtung gehabt. Ich habe einfach mein Leben gelebt, immer mehr. Ich. Und das um mich, das musste in Ordnung sein. Aha. Und keine Rücksicht mehr auf andere gehabt. Was heißt hier keine Achtung mehr gehabt? Können Sie da ein Beispiel sagen? Ich habe keinen Respekt mehr vor Menschen gehabt irgendwie. Mhm. Ob Eltern, normalerweise bei uns sind die älteren Leute immer Respektspersonen, auch mein älterer Bruder. Aber ich habe immer weniger Respekt vor den Leuten bekommen. Mhm. Und mein Herz hat sich ziemlich verhärtet. Und Sie sagen aber, dass Sie Geld bekommen haben. Also scheinbar hat das schon irgendwie funktioniert. Waren Sie denn damit glücklich? Nein, überhaupt nicht. Also es war schön zu der Zeit. Ich konnte mir alles leisten. Ich konnte 500er Mercedes kaufen und Geld und Gold. Aber in meinem Herzen war doch immer eine Leere. Mhm. Wenn ich ein neues Auto gekauft habe, dann habe ich 3-4 Monate Spaß dran gehabt. Und da war kein Interesse mehr dran. Also mich hat nichts mehr interessiert. Obwohl ich das hatte dann. Ja. Hat Ihre Familie darunter auch gelitten, dass Sie also da so diese Schwierigkeiten hatten? Ganz gewaltig, weil meine Familie hat mich sehr wenig gesehen. Umso mehr Geld ich hatte, umso mehr war ich weg mit Freunden und ich habe einfach mein Leben gelebt. Mhm. Immer mehr. Ja, so dass Sie sich dann auch von Ihrer Familie entfernt haben. Ja. Aber irgendwie hatten Sie schon gespürt, das ist es nicht. Nee, das war auch nicht das Wahre. Ich dachte, ich finde mein Glück mit Geld, Autos, was zu sein. Und das war es aber nicht. In mir war eine Leere, die ich mit nichts erfüllen konnte. Alkohol spielte auch eine Rolle dabei? Alkohol, ja. Und Sie sind dann auch gewalttätig geworden? Naja, ich war so einer, ich habe mir nichts sagen lassen. Mhm. Ich habe so selber, habe ich nie Streit angefangen oder so. Aber mir dürfte auch keiner was sagen. Und da bin ich auch immer tiefer hineingeschlitten, weil dann kamen irgendwann mal Männer zu mir, weil ich bekannt wurde in diesem Bereich, dass sie mir 5.000 Mark geboten haben, dass ich nach Hamburg und München fahre, Leute zusammenschlage, einfach nur für Geld. Mhm. Einfach für Geld. Und das hat meine Schwester mitbekommen und die hat dann damals bitterlich geweint. Das hat mir dann auch wieder leid getan. Mhm. Aber in mir, mich hätte alles gemacht. Also sozusagen Auftragsschläger wäre das gewesen dann, ja? Ja, ich habe es nicht gemacht, aber es kam schon auf mich zu, ja. Aha. Das heißt also, die haben in Ihnen auch so jemand gesehen, der könnte sowas tun? Ja, ich war zu der Zeit so in mir gefangen. Ich hätte auch einen umgebracht, ich hätte auch einen abgeschossen. Oder ich habe mit nichts Probleme gehabt. Ich habe in mir keinen Skrupel mehr gehabt gegenüber Menschen. Aber irgendwie haben Sie auch gespürt, so Augenblicke, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, dann der Versuch, dann auch ein besserer Mensch zu werden. Das gab es ja bei Ihnen auch, dass Sie also versucht haben, eigentlich will ich da raus, eigentlich will ich besser sein als das, was hier mein Leben bestimmt. Ich habe den Ausweg aber nicht gefunden. Mhm. Ich habe keinen. Ich dachte immer, na gut, mit Geld und mit das finde ich das. Aber ich habe es nicht gefunden. Und dann kam ich auf einen Punkt, wo ich mir das Leben nehmen wollte. Mhm. Weil ich selber so unzufrieden hatte. Ja. Wir wollen uns das mal kurz noch im Film auch anschauen, wie die Geschichte bei Ihnen so gelaufen ist. Okay. Ricardo Wolf sieht keinen Sinn mehr im Leben. Er spielt den Macho, fühlt sich dabei aber leer und ausgelaugt. Er spürt, er hat versagt. Viele Menschen hat er betrogen. Für Geld hätte er fast alles getan. Der Mafioso weiß nicht weiter. In dieser Situation erinnert er sich an Gott. Zur Kommunion war er zum letzten Mal in der Kirche. Der Glaube hat ihm nie viel bedeutet. Doch jetzt betet er zum ersten Mal im Leben ernsthaft. Er verspricht Gott, ihm treu zu bleiben, wenn er ihm hilft, ein ganz normales Leben zu führen. Das ist ja interessant. Sie haben eigentlich einen teuflischen Pakt geschlossen und beten zu Gott. Warum das? Mein,
mein Schwager, meine Frau, der Mann, der hat sich bekehrt zu Jesus Christus. Und das war auch ein Drogenmann und alle so Sachen. Und der hat mir immer von Jesus dann erzählt. Und da habe ich gedacht, oh, wo ist dieser Jesus? Ich sehe den an und der lebt selber noch in Drogen. Und das war es mir nicht. Hm. Und irgendwann habe ich so einen Tiefpunkt erreicht, so einen richtigen Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mir mein Leben nehmen. Ich habe mit Pistolen gehandelt und habe immer eine Pistole gehabt. Und dachte, mein Vater hat sich einen Kopfschuss gegeben, ich kann das genauso. Und ich habe das abends beschlossen, dachte ich, mein Leben, ich tue so viele Menschen weh, ich verletze so viele Menschen. Für mich ist es besser, dass ich sterbe. Und ich lag im Bett und ich überlegte, wie ich mich und wo ich mich am besten umbringe. Und in meine tiefe Not schrie ich einfach zu Gott, zu einem Gott, den ich gar nicht kannte in Wirklichkeit. Ich sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm und helfe mir jetzt. Hol mich aus dieser Situation hinaus. Meine Ehe war zerbrochen. Meine Frau, die hat sehr viel geduldet in meinem Leben. Die hat viel mitgemacht. Und die Ehe war am Ende, meine Kinder. Und da sagte ich, wenn du das machen kannst, Gott, dass du meine Ehe wieder in Ordnung machst und das, was in meinem Leben ist, gerade machst. Nicht, dass ich, wenn ich ein Polizeiauto sehe, alles rot in mir wird. Dass ich ein ganz normales, solides Leben kann. Leben. Wenn du das kannst, Gott, dann lebe ich ein Leben mit dir. Und dann werde ich ein Christ, aber ein richtiger Christ. Und da habe ich angefangen zu weinen. Mhm. Und ich weinte und weinte und weinte. Und ein Mann in meiner Situation, der hat nicht geweint. Ich war immer cool, ich war immer hart, ich war immer stark. Und da habe ich geweint wie ein Baby. Das Wasser ist mir in die Ohren gelaufen. Mhm. Und ich habe Herzklopfen bekommen. Ich wusste aber nicht, was es bedeutet. Ich habe keine Ahnung gehabt. Nur am nächsten Tag stehe ich auf und sage zu meiner Frau, ich werde ab heute ein Christ, ich lebe mit Gott. Und meine Frau sagte zu mir, auf welchen Trip bist du jetzt wieder? Was hast du denn jetzt wieder vor? Dass ich ein Verbrecher war, das wusste ich schon, ja. Und sagte, nein, ich meinte das ernst. Und ich habe die Sache so beobachtet, die nächsten 3, 4 Wochen, so 5 Wochen. Ich habe einen ganz anderen Bezug bekommen mit meiner Frau. In mir ist was passiert, ich habe kein Verlangen mehr nach Dingen gehabt, die mir vorher so wichtig waren. Hm. Und ich dachte aber, dass ich es wieder geschafft habe, wie immer, weil ich habe immer alles für mich geschafft. Ja. Und auf einmal, ich war in Eichstätt bei München oben mit meiner Tochter, die war damals 5 Jahre, spazieren. Und in Bayern ist alles recht katholisch und da stehe ich auf einmal vor ein riesengroßes weißes Jesuskreuz und sehe mir diesen Jesus an, eine ganze Weile. Und ich wende mich wieder weg und auf einmal spricht eine Stimme zu meinem Kopf, zu meinem Herzen. Die habe ich so wahrgenommen, wie Sie mich jetzt hier wahrnehmen. Ja. Und die Stimme sagte mir, mein Sohn, ich habe dir gegeben, worum du gebetet hast und jetzt gib mir das, was du mir versprochen hast. Und ich sagte, Gott, du bist echt, du lebst, jetzt werde ich meine Pistole verkaufen. Und da spricht die Stimme wieder zu mir und sie sagt, mein Sohn, wenn sich mit dieser Pistole jemand was antut, bist du verantwortlich. Und ich sagte, Gott, du hast recht. Und ich nach Neuwied kam, habe ich sie klein gemacht, habe sie in den Rhein geschmissen. Und seitdem lebe ich wirklich nur noch für Gott. Was ist aus diesem teuflischen Pakt geworden? Das war an dem Moment, wo ich mein Leben Jesus Christus gegeben habe, abgeschnitten. Mhm. Da sind Dinge von mir abgefallen, die kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Erzählen Sie uns noch so ein bisschen, wie sich Ihr Leben verändert hat. Also was Sie erzählen, dass also Gott plötzlich so zu Ihnen gesprochen hat, wie ich das jetzt tue zu Ihnen. Mhm. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Die sagen also, das mit Gott und Jesus, das ist doch Geschichte. Ja? Die leben doch nicht mehr. Ich habe an einem Moment bekommen, die Sündenerkenntnis empfangen. Also mir war es bewusst, dass ich ein großer Sünder war in dem Moment und dass ich mit meinen Sünden vor Gott einfach nicht bestehen kann. Ich war so, ich habe da was Schlechtes gemacht und da was Gutes gemacht und da habe ich mich immer selbst gerecht gemacht. Ja. Aber vor Gott war ich nicht gerecht. Das habe ich gespürt. Und Gott war so gnädig. Gott hat mich in meine tiefste Zeit, wo ich am schlimmsten war, immer angesprochen und hat gesagt, mein Sohn, kehre um, komm mit mir. Und ich sagte, Gott, du gehörst nicht in mein Leben. Du bist heilig und ich bin ein Sünder. Mhm. Du gehörst nicht in mein Leben. Was ist aus Ihrer Vergangenheit geworden, aus Ihren Betrügereien, aus Ihrer kaputten Familie? Was hat sich da entwickelt? Ich habe 12 Jahre gebraucht. Ich habe 12 Jahre gearbeitet und gemacht, damit all mein Mist, den ich gebaut habe, wieder gerade gemacht wird.
30 Jahre, bis zu 30 Jahre habe ich in der Welt gelebt, ab 30 Jahre habe ich dann den Herrn gefunden. Ja. Jetzt haben Sie ja vorher schon erzählt und im Film wird es ja auch nochmal deutlich, Sie haben nie arbeiten müssen, haben also nie gelernt, einer regelmäßigen Beschäftigung nachzugehen. Wovon haben Sie denn jetzt dann gelebt? Als Sie, das war schon interessant, weil ich war ja mal Autohändler, ich habe einen eigenen Platz gehabt. Und ich habe gut Geld verdient, ich habe Finanzamt ganz gerade bezahlt, Pfennig für Pfennig. Ich habe Finanzamt nicht mehr betrogen, seit ich Christ wurde. Und da spricht der Herr zu mir ganz klar und sagt, mein Sohn, ich möchte, dass du arbeiten gehst. Da habe ich gesagt, Gott, arbeiten. Da habe ich angefangen zu weinen. Ich war nämlich im Gefängnis, ich habe nicht mehr einen Hauptschulabschluss. Hm. Und wie soll ich arbeiten gehen, ja, der so keine Ausbildung hat und so weiter. Und ich habe fürchterlich geweint, weil ich war ganz gerade vor Gott, ich habe mein Finanzamt bezahlt, ich habe ganz korrekte Geschäfte gemacht, ich habe die Leute nicht betrogen. Und da habe ich Gott gar nicht verstanden, jetzt arbeiten zu gehen auf einmal. Also nicht mehr selbstständig zu sein, sondern eine feste Arbeit zu gehen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich habe wirklich bitterlich geweint darüber. Und zwei Wochen später war ich bei BMW in Altenkirchen als Hauptverkäufer eingestellt. Mhm. Mein Chef, habe ich gesagt, hör mal, ich kann nicht richtig schreiben, ist nicht so schlimm, das mache ich alles, verkauf du Autos, sagt er. Und Gott hatte Gnade mit mir gehabt. Ich habe über 1 Million Autos verkauft, für über 1 Million. Und durch das, weil ich dort viel verkaufen durfte, hatte ich eine Freiheit, das Evangelium Jesu Christi dort verkünden. Mein Büro, das war wie eine Kathedrale, hinten ein Kreuz, vorne Bibeln und Traktate. Und die Leute haben ein Auto bekommen und Jesus Christus und eine Bibel. Wollten die das? Die wollten doch nur ein Auto haben eigentlich. Anfangs nur ein Auto, aber das hat sich dann so entwickelt. Die Leute kamen rein zu mir, die haben die Tür zugemacht, die haben Seelsorge gemacht, die haben sich bekehrt. Seelsorge, was heißt das? Die hatten ihre Sünden bekannt, alles bekannt, was Probleme sie auf dem Herzen, ihnen erzählt, und erzählt so, ja? Ohne dass ich was sage. Und aber vorher noch das Auto gekauft oder danach? Danach, weil das war unterschiedlich, manche davor, manche danach. Aha. Aber das war für mich so ein Segen und 100 Meter weiter habe ich danach eine Gemeinde aufgebaut, weil die Leute mussten ja irgendwo hin, die da zu Jesus kamen. Das klingt alles irgendwie sehr fantastisch oder etwas doch sehr unglaubwürdig. Ja? Aber es ist die Wahrheit. Was Sie da erzählen, diese Veränderung, wenn Sie das einfach noch so ein bisschen näher beschreiben, was ist in Ihrer Familie auch passiert? Ja? Also was Gott in meine Ehe gemacht hat, wir haben wirklich jetzt eine ganz harmonische Ehe. Aha. Ich habe 4 Kinder, alle 7 Jahre habe ich ein Baby bekommen. Und wie hat Ihre Familie, Ihr Clan auch reagiert darauf, dass Sie plötzlich jetzt hier zum autoverkaufenden Prediger geworden sind, dass Sie plötzlich anfangen, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen? Das war ganz interessant. Gerade meine Schwester sagte, lasst ihn jetzt, wie ich Christ geworden bin, lasst ihn, das ist gut für ihn, der ist jetzt brav und lasst ihn einfach den Weg gehen. Nach ein Jahr war ich, naja, er ist noch dabei. Nach 2 Jahren war ich ein Idiot. Jetzt ist er Christ, jetzt dreht er ganz durch. Dann war ich ein Fanatiker und jetzt bin ich ein Heiliger. Aha. Für meine Familie, wenn sie Not haben, rufen sie an, bete mal. Ja. Sie müssen ja auch mit Ihrer ganzen Vergangenheit auch leben, mit all dem, was Sie gemacht haben. Ist das nicht auch eine Belastung, die Sie ständig mit sich rumtragen? Gott hat das ganz klar abgewaschen. Bei meiner Bekehrung ist ein ganzer Haufen abgefallen und Stück für Stück ist immer mehr Reinigung in mein Leben passiert. Und ich bin 100%ig frei. Ich merke, wie Gottes Kraft in meinem Leben mich 100% verändert hat und mich auch gelöst hat von dieser Bindung, die ich damals mit Satan geschlossen habe. Mhm. Und ich wäre da selber nie rausgekommen. Das war wirklich Jesus Christus. Ich dürfte die Freiheit in meinem Leben spüren. Von mir ist was abgefallen, das kann ich nicht beschreiben bei meiner Bekehrung. Als wäre eine Lastsäcke von 1 Tonne, die ich mitgeschleppt habe, mein ganzes Leben, auf einmal abgefallen. Hm. Das spüre ich bis heute. Ich lebe in einer Freiheit, die kann man nicht beschreiben. Ja, ich denke, viele können das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Wie würden Sie heute mit jemandem umgehen, der vielleicht wie Sie damals heute in Geldnöten ist und Geld braucht und zu Ihnen kommt? Das ist ganz interessant. Ich bin jetzt pastoraler Gemeindeleiter. Ich habe eine Gemeinde in Kamenz und ich beschäftige mich 90% nur mit solchen Leuten. Ich mache sehr viel Gefängnisarbeit. Ich betreue Menschen, die wirklich so chaotisch waren wie ich und aus diesem Hintergrund kommen. Und ich glaube, die kann keiner besser verstehen wie ich. Und deswegen ziehe ich sie an und sie ziehen mich an. Die bekehren sich, die kommen zu Jesus und ich merke Stück für Stück für Stück, wie Menschen frei werden. Was heißt es genau, sie bekehren sich? Was passiert da in so einem Moment? Ja, das war, am Anfang war das ja in Neuwied, da gab es keine Christen. Ja? Mhm. Und ich war einer mit den Schlimmsten in Neuwied.
Mich hat Gott als Erster rausgezogen. Und dann kamen die Zigeuner und sagten, hey, was ist mit dem los? Was ist mit dem passiert? Und hat sich Stück für Stück immer mehr Neuwied bekehrt. Und das waren alle so Chaoten wie ich. Und die sind dann frei geworden, wie sie Jesus Christus in ihr Leben angenommen haben, Buße getan haben über ihre Sünden und gesagt haben, Jesus Christus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden. Da sind Drogensüchtiger über Nacht frei geworden. Die sind jetzt Pastoren, Bibellehrer und alle so Sachen. Gott hat da Stück für Stück ihr Leben radikal verändert. Wie gehen denn damit jetzt eigentlich, das ist also eine ganz andere Frage, wie gehen damit Leute aus der Kirche um? Also jetzt, die vielleicht schon seit vielen Jahren Kirchgänger sind und plötzlich kommt hier ein ehemaliger, zwielichtiger Mensch da in ihre Kirche? Also ich bin für den ein lebendiges Zeugnis. Aha. Die sehen, hey, die kennen mich ja viele auch. Sind die nicht dann am Anfang erstmal skeptisch und sagen, hey? Ganz skeptisch. Die sagen, oh, was ist da, wer ist das und was will der? Aber sie spüren doch dann, dass die Gottesliebe doch aus mir kommt und die Liebe, die verbindet und die Liebe prägt, auch in meine Gemeinde. Wir haben so, wir, bei uns, wo ich jetzt herkomme, in Kamenz, da gibt es keine Zigeuner. Ich arbeite und diene hauptsächlich nur unter Deutsche. Ja. Mhm. Und ich habe sie lieb gewonnen, sie haben mich lieb gewonnen. Ich bin doch ein Zigeuner, ich bin ja kein Deutscher. Ja. Und das merkt man doch immer wieder. Ja. Ich bin aber Zigeuner ist ja eigentlich ein Schimpfwort, nicht? Das ist ein Schimpfwort. Wir sind Sinti, aber man wird öfter noch so betitelt Zigeuner. Warum sind Sie nicht in Neuwied geblieben? Dort sind Sie bekannt, dort kennt man auch Ihre Geschichte, dort sind Sie akzeptiert und Sie gehen jetzt in die Nähe von Dresden, wo es zum einen keine Sinti gibt und zum anderen also wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten, als Sie in Neuwied hätten. Das ist genauso ein Gehorsamschritt, wie ich 7 Jahre bei BMW gearbeitet habe. Mhm. Die BMW-Arbeit, das war für mich die schlimmste Arbeit meines Lebens, dass ich überhaupt gearbeitet habe. Nicht die Arbeit selber, aber dass ich da... So dieses regelmäßige, morgens aufstehen, den ganzen Tag da sein. Arbeit. Ja. Und genauso gehorsam habe ich den Schritt nach Dresden gemacht. Gott hat mich berufen. Vor 14 Jahren hat er mir ganz klar gesagt, dass ich einen Ruf nach Dresden habe und dort meinen Dienst vollbringen soll. Wie ein Ruf nach Dresden? Hat da jemand laut... gerufen? Nein, Gott hat ganz klar zu mir gesprochen. Also ganz klar habe ich Gott wieder vernommen und er sagte zu mir, mein Sohn, ich möchte durch dich eine Erweckung in Dresden schaffen. Ich habe gesagt, preis dem Herrn, ich bin direkt eine Woche später nach Dresden gefahren und die Türen waren alle zu. Ich habe gesagt, was war das jetzt? Aber ich weiß, dass es Gott war in meinem Herzen, weil ich Gottes Stimme doch höre. Und ich bin wirklich 12, 13 Jahre zubereitet worden für den Dienst, den ich jetzt in Dresden tue. Mhm. Und ich darf die Frucht wirklich erleben. Ich erlebe Zeichen und Wunder. Ja. Zeichen und Wunder in jeglicher Art. Wovon leben Sie? Also ich bin ja Pastor, pastoraler Gemeindeleiter in Kamenz. Da werde ich, bestreite ich meinen Unterhalt und ich habe noch mein Gewerbe. Also Sie werden von der Gemeinde dann bezahlt? Ich werde von der Gemeinde bezahlt, also festen Lohn und ich habe noch mein Gewerbe. Gewerbe, das bedeutet? Ich bin noch Autohändler und Metallhändler. Mhm. Alles reell oder? Hundertprozentig. Also ich betrüge den Finanzamt, meinen Freund und Mitarbeiter nicht mit 5 Cent. Ja. Die sind ganz mein Teilhaber praktisch. Die bekommen die Hälfte von mir. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, ja? So, ja, für mich schon, ja. Sie hatten, glaube ich, früher gedacht, man muss gar keine Steuern bezahlen. Ich kann das gar nicht. Ich kannte gar keine Steuer. Wenn die Deutschen zu mir gesagt haben, die Zigeuner bezahlen keine Steuer, da habe ich mich mächtig aufgeregt, weil ich habe meine Autosteuer bezahlt und meine Wohnwagensteuer und andere Steuer habe ich nicht gekannt. Bis ich dann Christ geworden bin und wusste, dass es ein Finanzamt gibt und dass der die Hälfte möchte, was ich verdiene. Und da musste ich mich erst mal dran gewöhnen. Das war eine harte Schule für mich. Aber ich habe es gemacht, weil es Gott wollte. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Ja. Diese Stelle hat mich immer wieder bewegt und da war ich ganz brav. Sie haben gesagt, es gab am Anfang in Dresden einige Schwierigkeiten, dass Sie dort auch eigentlich mehr geschlossene als offene Türen gefunden haben. Hatten Sie da nicht den Eindruck, vielleicht... sollte ich doch wieder zurückgehen oder vielleicht ist es mit dem Glauben doch nicht so? Also ich war in meinem Herzen 100% sicher, dass Gott zu mir gesprochen hat und das bin ich heute noch. Und ich habe ganz, ganz viele Probleme gehabt. Meine Frau, meine Kinder wollten absolut nicht dahin, auf keinen Fall, denn in Dresden gibt es keine Zigeuner. Wir hatten vor meiner Bekehrung 1991, 92 sehr viele Probleme mit Neonazis gehabt. Mhm. Die wollten uns wirklich schon umbringen und also ich habe ganz, ganz negative Erfahrungen mit ihnen gehabt. Und meine Frau und meine Kinder wollten nicht dorthin. Und ich bin dann gependelt das erste halbe Jahr. Also von Neuwied nach Dresden. Ja. Hm. Das hat mir eine Menge Geld gekostet. Das war alles mein Geld. Und dann war am Ende, wo ich nicht mehr konnte,
Ich habe gesagt, Gott, ich habe jetzt 15.000 Euro Schulden, ich habe kein Geld mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Und an dem Tag habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht was tust, dann fahre ich nach Hause und bleib zu Hause. Und in dem Moment hat Gott was geredet zu mir, ganz klar. Und 2 Wochen später sagt meine Frau, ich ziehe nach Dresden. Und so sind die Türen, ich habe ein schönes Haus, ich wohne jetzt in Dresden als Miete, 15 Kilometer hinter Dresden. Und es geht uns gut als Familie und wir fühlen uns wohl. Gott ist so gut. Eine ganz bewegende Geschichte und vor allem, was also Sie alles erlebt haben, das würde viele Sendungen füllen, glaube ich. Aber es war sehr beeindruckend, was Sie geschildert haben und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben oder mit Ricardo Wolf in Kontakt treten möchten, dann wenden Sie sich an uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Wählen Sie einfach die eingeblendete Telefonnummer oder schreiben Sie eine E-Mail an tv@erf.de. Selbstverständlich werden alle Anfragen vertraulich behandelt. Eine Buchempfehlung gibt es auch noch. Die Entscheidung deines Lebens, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Der R. Brockhaus Verlag Witten hat uns einige Exemplare zur Verfügung gestellt, die wir gerne an Sie weitergeben. Bis zum nächsten Mal im Hof mit Himmel. Wir sehen uns. Adieu.